gestern hat offiziell mein Urlaub begonnen und da haben wir uns einfach mal den heftigsten Burger gegönnt und dazu eine neue Sorte Ben & Jerry's Eis, hier dieses Sorted Caramel Brownie, und das ist einfach nur so ultimativ heftig, also da können wir locker die 10.000 Calorie Challenge mit schaffen. Jetzt geht's erstmal ins Beintraining, denn heute steht noch einiges an. Wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst. So, letztes Unterkörpertraining, bevor es dann am Dienstag nach Rom geht, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich da eine Städtereise mache, habe ich der Luisa zu Weihnachten geschenkt und ja, bin ich sehr gespannt drauf, werde da wohl aber dann auch komplett auf Training verzichten. Naja, jetzt nochmal Unterkörper und Vollgas. Das Gewichtssteuern ist gerade nicht drin, irgendwie gerade schon bei der Wiederholung viel zu unsicher gefühlt. Deshalb glaube ich, werde ich nochmal damit eine versuchen. So, jetzt wollen wir nochmal zusehen, dass wir noch ein bisschen ordentlich, oder das heißt ein bisschen ordentlich Volumen reinbekommen. Wollte jetzt einfach mal gucken, wie das Ben & Jerry's Eis so von der Kraft her wirkt. Und jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. 3x10 Wiederholungen. Und dann gleich noch Kreuzheben. Das werde ich noch spätestens im Urlaub schaffen, das könnt ihr mir aber glauben. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Put your fucking hands up. Erster Muscle-Up, den ich geschafft habe, und dann gleich 3 Stück hintereinander. Das wird auf jeden Fall im Urlaub noch weiter geübt. Naja, jetzt schnell nach Hause. Ich bin schon wieder viel zu spät dran, wie immer. Dann gibt es zu Hause erstmal Lafka, denn wir wollen mit Luisas Patenkindern in den Zoo gehen. Und ich bin schon wieder viel zu spät dran. So eine Scheiße. Hallo. Dann rennen wir. Du musst dich für mich mitfreuen. Ich habe heute einen Muzzle abgeschafft. Was soll das denn heißen? Ein Klimmzug und ein Dip? Hey! So, wieder frisch. Ich bin schon wieder im absoluten Zeitdruck. Die stehen nämlich schon unten. Ich brauche nämlich jetzt noch ganz schnell einen Shake. Schade, nie die Drohne auch einfach mal mitzunehmen.
außer ich. Ich bin noch näher an den 25 Kilo dran. Das ist anstrengender als 2,5 Stunden Fitnessstudio, könnt ihr mir aber glauben. Mega gut für einen kleinen Snack zwischendurch, nur 3% Fett. Ich muss jetzt auf jeden Fall zusehen, dass wir mal ein bisschen was zu essen. Ein bisschen was zwischen die Kiemen bekommen. Hatte vor, mir diese Litsalat zu machen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit backen. Und ich glaube, ich lege mal direkt los. Aber die Teile sind gut. Fast fertig. Ich habe so einen dermaßen cool davon. Zwischendurch zwar immer wieder ein bisschen was gesnackt im Zoo, ein paar Möhren mir reingehauen, einen Riegel habe ich mir noch reingehauen. Aber jetzt ist einfach langsam der Kohldampf richtig da. War ein sehr, sehr schöner Tag, aber ich bin so Matsche. Ich könnte jetzt direkt schlafen gehen. Naja, gleich erstmal auf der Couch, das ist schon mal eine ganz, ganz sichere Nummer. Ja, was ich noch sagen wollte, mega, mega geile Sache, dass ihr das Kochbuch so korrekt angenommen habt. Jetzt tritt endlich der Moment ein, wo ich mich wirklich auch so darüber freuen kann, wo ich anfangen kann zu genießen. Jetzt, wo jeder seinen Link hat und so weiter. Wir sehen noch ein bisschen zu, dass wir die Fehler da ausmerzen. Heißt, dass jeder auch seinen Download-Link automatisch bekommt und nicht erst, dass wir den individuell zuschicken müssen. Man lernt aus solchen Sachen und das ist das Wichtigste. Somit ist der erste Schritt auf jeden Fall getan und es freut mich ungemein. Okay, ich laber schon wieder zu viel. Das Einzige, was mich heute freut, ist eigentlich, dass ich einen Muscle-Up geschafft habe. Oder sogar drei. Drei Muscle-Ups habe ich geschafft. So, ich kann es kaum erwarten. Jetzt möchte ich erstmal probieren, wie das denn schmeckt hier, der Pizzateig. Kann man essen. Also doch, dafür, dass er so viel wenig Kalorien hat, dazu auch noch ziemlich nährstoffreich ist und so, ist das echt ganz gut. Ist eine gute Alternative. Er zerlegt einfach alles mit seinem neuen Video. Das ist so heftig, das müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Es ist zwar noch ein wenig früh, aber trotzdem eine gute Nachtquark kann man sich doch schon mal fertig machen. Das wird heute meine letzte Mahlzeit werden. Ich habe vor, heute mal so eine richtig geile Quark, gute Nachtquark Junk Bowl zu machen. Geil, so kann man sich doch den Magerquark mal schmecken lassen, würde ich sagen. Das soll es dann auch heute schon gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr feiert es genauso, dass ich ein Muscle abgeschafft habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde. Rein.